Gute, schau mal, das haben wir heute bekommen. Und? Was ist das? Das ist ein Entspannungsprogramm. Du bist doch immer so genervt. Da dachte ich, ich gebe dir das einfach mal. Ich? Genervt? Naja, schaden kann's nicht. Schönen Dank. Na, dann probieren wir die doch mal aus. Willkommen zum Real Magic Entspannungsprogramm. Aha, Entspannung Light. Fangen wir damit mal an. Na und jetzt? Passiert ja gar nichts. Naja, nehmen wir mal Meditation für Fortgeschrittene. Was soll denn der Quatsch? Immer noch nichts! Felbe kann nämlich auch alleine. Naja, probieren wir nochmal Frohlockenpforte. Also jetzt reicht's aber, so ein Müll! Darf ja wohl nicht wahr sein! Da hast du deinen Müll zurück, das Entspannungsprogramm hat überhaupt nichts gebracht, außer dass es mir die Zeit gestohlen hat! So ein Schwachsinn! Und bring mir so ein Müll ja nie wieder! Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von... Wenn Sie nicht so wollen wie Ihr PC. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Multimedia-Leserbriefe. Werbung mit Prominenten gehört für uns zum Fernsehalltag. Inzwischen hat auch die Spielebranche die Werbewirkung von bekannten Namen entdeckt. PC Player durfte exklusiv die Top-Marketing-Abteilungen der Spielewelt-Firmen besuchen und einen Blick auf die zukünftigen Werbekampagnen werfen. Ja, und hier greift das Team von Michael Schumacher an und bringt Michael Häkkinen in arge Bedrängnis. Jetzt geht Häkkinen zum Gegenangriff über und... Oh, das gibt eventuell Ärger wegen unerlaubten Drängelns. Aber Ferrari gibt nicht auf und setzt sofort nach. Auch Rubens Barrichello kümmert sich jetzt um einen Gegner. Verona Feldbusch am Zug und... Kann sie sich entscheiden, meine Damen und Herren? Das wird spannend, ob sie die Nerven behält. Ja, das hat sie wunderbar hingelegt. Für Dieter Bohlen hat es jetzt ganz leicht einzulochen... Und ja, jede Menge Punkte zu machen. Charles. Schöner Pass. Queen Mom am Ball. Die alte Dame in Höchstform. Da hat Prinz Edward nicht aufgepasst. Queen Elizabeth. Schöne Vorlage. Ja, ein wunderbarer Fallrückzieher von Queen Mom. Ja, wir sehen das königliche Team in Höchstform, verehrte Zuschauer. Auf vielfachen Wunsch unserer Leser zeigen wir Ihnen jetzt... die spannenden Pong-Weltmeisterschaften von 1976, in denen Kid Pennypacker in der Endausscheidung den sagenhaften Doppelschlag gegen Flinkfinger Joyman führte. Eine unvergessliche Erinnerung, bei dem bis heute jedem ernsthaften Spieler warm ums Herz wird. Und sehen Sie jetzt unser Technik-Lexikon-Quiz. Zum Schluss unserer Multimedia-Leserbriefe zeigen wir Ihnen unsere beliebte Serie Mitten ins Megaherz. Kuschelhäschen, weißt du was? Wir haben noch nie... Noch nie was? Wir haben noch nie zusammen am Computer gespielt. Du willst spielen? Am Computer? Gegen mich? Ja, warum denn nicht? Und wer verliert, macht im nächsten Monat die Wäsche. Na, von mir aus. Dann mal los. Hä? Steffi, ich glaub's einfach nicht, aber du hast mich tatsächlich besiegt. Tja, Kuschelhäschen, die Wäsche steht hinten. Oh.
Darf ich jetzt rauskommen? Udo, schau mal, das haben wir heute bekommen. Okay. Ja, jetzt, also Kinder. Du musst noch nicht mal was sagen jetzt. Udo, schau mal, das haben wir heute bekommen. Und, was ist das? Ja, ich gebe dir das mal. Ich? Genervt? Naja, Scham kann's ja nicht. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich? Genervt? Ich? Nee.